Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Train Sim World 3, Folge 7, der Dennis spielt das. Ich habe für euch mein kleines Infovideo vorbereitet. Und zwar befinden wir uns hier in Wolfurt auf der Strecke Vorarlberg, Österreich. Und ich habe für euch mal was vorbereitet. Ich möchte euch das gerne zeigen in diesem kurzen Video. Und zwar werden wir jetzt mal etwas erzeugen. Beziehungsweise werde ich euch das mal kurz zeigen. Einmal drücken wir die Tab-Taste, dann können wir einen neuen Zug erstellen. Nehmen uns die ÖBB S-Bahn Vorarlberg, gehen auf Lackierung, die ich mir bereits heruntergeladen habe. Nehmen die Nordwestbahn 643. Sagen, dass hier der erscheinen soll. Der soll hier hinstehen. Dann drücken wir auf die Taste Y auf den Controller. Und dann erscheint dieser Triebzug. Was erstmal richtig schön ist, aber da der ja meistens in der Doppeleinheit unterwegs ist, zwischen Essen und Borken, der RE14, wenn wir das gleiche nochmal hier machen, drücken die Tab-Taste, wollen den gleichen Zug nochmal erzeugen, drücken die X-Taste und dann Y. So, dann ist der erzeugt. Dann steigen wir in diesen Zug ein. Schließen natürlich die Tür. Das machen wir gleich. Steigen hier ein. Schließen kurz die Tür, die wir da ja aufgemacht haben. Da müssen wir den natürlich kurz den Führerstand aktivieren. Das machen wir natürlich ganz einfach. Zack. Zack. So, dann lösen wir die Bremse bzw. etwas los. Ach, geht das schon? Dann schauen wir uns das mal von draußen an. Zack. Damit haben wir an den anderen Triebwagen angekuppelt. Dann machen wir das Ganze natürlich wieder rückgängig. Den machen wir auf 0. Wir nehmen den Schlüssel wieder raus. So, den machen wir auf Anlegen bzw. Halten. Dann nehmen wir den auch raus. Richtungswender natürlich noch aus. Dann steigen wir aus. Diesen Zug brauchen wir nicht mehr. Schließen hier wieder die Tür. Dann gehen wir wieder raus. Schließen. Ja, okay. Dann gehen wir in den anderen, in die vordere Triebeinheit. Und öffnen hier die Türen. Vorne zum Führerstand. Dann drücken wir die Taste 9 auf der Tastatur, gehen auf diesen Zug, Route setzen. Dann können wir uns einen beliebigen Punkt auf der Karte aussuchen, wo wir hin wollen. Nehmen wir mal den, bestätigen. Schon sind wir, haben wir das hier angewählt, Lauterbach nach Wolfort. Dann aktivieren wir unsere Triebeinheit. So, müssen natürlich noch die Spitzensignale einstellen. Ja, so, dann sehen wir, dass wir können natürlich noch die Türen öffnen, ist ja ganz klar. Müsste jetzt die richtige Seite sein, oder? Nee, doch die falsche. Na, dann machen wir es anders. Machen wir rechts den Riegel. Haben wir jetzt. Ja, wollte ich doch sagen. Und dann sehen wir, dass wir an beiden Triebeinheiten die Türen los haben. Das heißt,
Der Ankuppelvorgang hat super funktioniert. Hinten müssen die Schlussleuchten leuchten. Auch das funktioniert. Und dann, weil wir natürlich gerade noch was nichts Besseres zu tun haben, sowieso noch Ladevorgang haben, würde ich sagen, machen wir noch was. Stellen uns hier wieder an die Spitze des Bahnsteigs. Ach, nee, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt geht's nicht mehr, weil wir den bereits. Ja, egal, dann machen wir das beim nächsten Mal. Wir schließen die Türen, würde ich sagen. Zack. Und dann können wir eigentlich abfahren. Mit unserer 600, VT 643 MBB auf der Vorarlberg, auf der Vorarlberg-Strecke. Sicherungssystem lasse ich jetzt erstmal weg. Es geht jetzt nur ums Demonstrieren. Da fahren wir mit unserer Doppeleinheit. Wunderbar. Wunderschön. Also das ist wirklich ein super Feature, was die sich hier ausgedacht haben, muss man wirklich sagen. Natürlich auch die Speed gehen. Das, sowas kann man natürlich mit allen Zügen machen, die man hat. Das ist wirklich genial. Also besser geht's nicht. Man kann hier den kompletten Bahnhof füllen mit Loks, mit Zügen. Kunterbunt, man kann sich ja, Zugzusammenstellung machen ohne Ende. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen langsamer werden. Sind nämlich gleich schon wieder da. Dann endet unser kurzes Infovideo. So, da vorne ist unser Haltepunkt Lauterbach oder Lauterach nach Wolfurt. Gleis 1. Und dann haben wir unser Ziel erfüllt, da könnten wir jetzt auf die Gegenseite. Wenn wir jetzt hier rausgehen. Rüsten wir mal wieder ab. Dann könnten wir wir jetzt aufstehen, müsste normalerweise. Die Zug hier. Machen wir aus. So. Gehen wir hier mal wieder raus. Schließt sich gleich. Haben unser Ziel erfüllt, dann könnten wir jetzt umgehen. Ich versuche das jetzt einfach mal. Zack. Dann gehen wir hier hin. So, dann machen wir das. Dann wir auch nochmal eine Lokit. Und so, das gleiche können wir jetzt natürlich mit den beiden Loks hier machen. Steigen wir mal die Stufen hoch. Setzen uns. Ja, das möchte ich. Das heißt, den müssen wir auch kurz aktivieren. So. Dann werden wir auch die ganz kurz.
müsste eigentlich gehen. So, wie weit sind wir? Ein Stück noch. Na komm. Nicht so einfach. So, bremsen. Dann müssen wir den natürlich wieder abrüsten. So, genau. Moment mal. Durchstoß. Ja, auch aus, genau, genau aus, ja. So, dann gehen wir hier wieder raus. Was dieses Pfeifchen jetzt ist, weiß ich auch nicht. Ach, mein Gott. So, steigen wir vorne ein. Müsste jetzt eigentlich gehen. Hoffe ich zumindest. Wir setzen uns hin. Gute Setzen. Ja, fahren wir wieder zurück zum. Ne, Moment mal. Wir haben, genau, ich habe was anderes vor. Moment. Bestätigen. Ne, Moment. Moment, 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 Moment. Gute Entfernung. Weil, noch was vor. Herrgott nochmal. Bin ja noch nicht fertig. So, drücken die Tab-Taste. Dann können wir. Leer. Erscheinen lassen. So, dann können wir doch hier noch hinstellen. So, den kurz aufrüsten. Und zwar zack, zack und zack. Müssen wir zurückfahren. Das heißt. Na komm. Ach komm schon.
was anders. Funktioniert das denn nicht? Moment, dann machen wir es mal kurz anders. Und das halt von hier aus. Dann machen wir es halt von hier aus. Shit. So, dann schalten wir den wieder ab. So. Ne, den brauchen wir ja, wenn das auch an. So, dann kuppeln wir an. Ah, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. So, dann steigen wir wieder in unsere vordere Lok ein. Setzen uns auf unser Poppes. Bin die Taste 9. Setzen eine Route. Ja, machen wir mal hier. Drücken vornehmen. Einen langen Zug bestätigen. So. Regens. Das heißt, wir aktivieren unsere Lok. So. AFB. 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 Machen diese erstmal auf 40. Bestätigen das Ganze. Und dann würde ich sagen, sind wir abfahrbereit. Wird ziemlich diesig gerade. Müsste jetzt eigentlich funktionieren. Dann fahren wir los. Sehr, sehr nice. Ja, aber hä, was soll denn der Scheiß? Moment, stopp. Das war mein Fehler. Ah, wir müssen Block natürlich auch kuppeln. Toll, Mann, ja. Das AFB. War jetzt AFB. AFB. Ja, genau, die machen wir mal eben aus. Lösen die Bremse natürlich wieder. Das war jetzt Vorführeffekt. So sollte es natürlich nicht laufen. Die Lok natürlich auch mal manuell kuppeln. Klar, logisch. Macht er ja nicht von alleine.
So, steigen wir kurz aus. Dann kuppeln wir das Ganze. So, jetzt hat es funktioniert. Meine Güte. So. Dann machen wir das Ganze auch vorwärts. Die Bremse lösen. AFB. 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 So, jetzt aber. Dann haben wir den kompletten Zug zusammen. Perfekt. Ach geil. Mega. Dann ist das leider rot, weil wir da nicht anscheinend nicht langfahren dürfen. Aber so in der Regel funktioniert es. Ihr habt es gesehen. Und ja, wenn ihr dann noch mehrere Ideen habt, wie man sich die eigenen Züge auf sämtlichen Strecken zusammenstellen kann, schreibt es gerne in die Kommentare. Das war auf jeden Fall mein kleines Infovideo. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt ein paar Kommentare drunter, würde mich auf jeden Fall freuen. Ihr hört mich dann in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut. Ciao, servus und tschüss. Euer der Danny Spieters. Bye, bye.